War uns, da wohnt ein Metzgershund von ungeheurer Masse. Es fragt ein jeder Bürger sich, was ist denn das für eine Rasse? Groß und dick. Die Farbe weiß. Mit seinem Schwanz gebacken. Wär nicht der Bart, wie bei einer Geiß, es könnte sein. Es ist ein Dackel. Der Metzgershund vom Tegernsee ist weiter gut, ist gar nicht schön. Der Metzgershund vom Tegernsee sieht aus, ja mein, der tut schon weh. Ein Fell, das dauernd stinkt, und wäre er noch fetter, dann käme er daher gehängt wie ein herausgefressener Sättel. Haare stellt er wie ein Igel, die Ohren lang, ein Riesenschlund. Er hat eine Farbe wie ein Wiegel. Es ist kein Boxer, dieser Hund. Der Metzgershund vom Tegernsee ist alter Gott, ist gar nicht schön. Der Metzgershund vom Tegernsee sieht aus, ja mein, der tut schon weh. Mit seinen ungeheuren Pratzen in seinem Heim, einem alten Fass, tut er sich laufend kratzen. Ist halt eine ganz besondere Rasse. Jedoch es weiß ja Hinz und Kunz. Ihr alles besser wisst. Im Gegensatz zu euch und uns. So wie er aussieht, so blöd ist er. Der Metzgershund vom Tegernsee ist alter Gott, ist gar nicht schön. Der Metzgershund vom Tegernsee sieht aus, ja mein, der tut schon weh. Der Metzgershund vom Tegernsee ist alter Gott, ist gar nicht schön. Der Metzgershund vom Tegernsee sieht aus, ja mein, der tut schon weh. Yes.